Ich bin mit den Meinen, wo immer sie sich zusammenfinden. Mein göttlicher Strom, segnender Liebe und heilendes Licht, umfängt all die Orte ihres Zusammenseins, einerlei, wo sie sich auf der Erde befinden. Und vor allem berühre ich damit verstärkt meine geliebten Kinder, meine Söhne und meine Töchter, welche sich mir, der ewigen Gottheit, ihrem himmlischen Vater, mit sehnsuchtsvollen, demütigen Herzen zuneigen. O öffnet die Tore eures Inneren, auf dass ihr gestärkt, erbaut und ermutigt die Städte wieder verlasset und das Heil, das euch in dieser Stunde widerfährt, heraustraget und durch eure Gedanken, Worte und Werke der Liebe an alle und alles verschenkt, was euch auf eurem Weg begegnet. Wahrlich, niemals zuvor bedurften die Meinen des Beistands aus den Himmeln, so sehr wie in eurer Zeit. Daher rufe und sammle ich, der Hirte, alle Söhne und Töchter, die einst ausgingen, um als meine Boten des Lichts gerade in dieser Zeit über die Erde zu gehen, um Zeichen und Zeugnis der allmächtigen und erbarmenden Liebe ihres Vaters im Himmel zu geben. Lasset euch rufen, ihr, meine Herde, und erwachet, denn ich bin es, euer Vater. Mein geliebtes Kind, du, meine geliebte Tochter, und du, mein geliebter Sohn, vernimm das Wort deines Vaters, das dich erwecken möchte, dich ermuntert, aber auch ermahnt, dein Leben im Lichte meiner gütigen Wahrheit zu betrachten, auf dass du sodann zu erkennen vermagst, wer du in Wahrheit bist, welches Ausmaß an schöpferischer Kraft ich, dein Vater, dir als Erbe überlassen habe und welche selbsterwählte Aufgabe du in dieser Einverleibung mitgebracht hast. Hinter euch, meine Geliebten, liegt wieder ein Osterfest. Flüchtig, wie der Mensch in seiner Erscheinung, ist ebenso manches sinnentleerte Fest, das er feiert, solange er sich nicht darum bemüht, dessen Tiefe, innenwohnende Bedeutung zu ergründen und dies zum Anlass nimmt, den greifbaren Bezug in seinem eigenen Leben herzustellen. Sehet, ich, euer Herr und Gott, bin den Weg über diese Materie gegangen, um jedem gefallenen Wesen die Botschaft der Unüberwindbarkeit bedingungsloser Liebe nicht nur zu bringen, sondern durch mein Leben und Wirken inmitten meiner Brüder und Schwestern auch sichtbar werden zu lassen. Es ist vollbracht. So sprach ich auf Golgatha und endete mein Leben als Mensch. Doch in jenem Augenblick schenkte ich der Seele, jeden Kindes, einen zusätzlichen Teil meiner Kraft. Dieser Christusfunke in der Tiefe jeder Seele, nahe eurem Herzen, wirkt seitdem als mächtige, göttliche Energiestütze auf eurem Heimweg ins Vaterhaus. Durch diese Erlöserkraft wurde die Rückkehr aller gefallenen Wesen in ihren Urzustand als rein geistige, bewusste Lichtwesen unumkehrbar. Wahrlich, die unermessliche Vaterliebe in Christus hat euch erlöst. Und ausnahmslos findet jedes einzelne meiner Kinder wieder zurück an mein Vaterherz, früher oder später. Doch die Schritte dorthin, die Schritte auf dem Weg, der euch den innewohnenden Himmel wieder erschließt, müssen von jedem Einzelnen in Freiheit und selbstloser Liebe gegangen werden. Sie sind unumgänglich und der bewussten Einswerdung mit mir, dem einen Gott, eurem himmlischen Vater, vorangestellt. Wer rein Herzens ist, der wird in die Vollendung finden und das Reich des Himmels betreten. Gleich, wo mein Kind in dieser Welt auch angesiedelt ist, sei es diesseits oder jenseits des Schleiers, in welcher Rasse, Kultur oder Religion es sich auch immer verwurzelt glaubt. Dies, meine Geliebten, sind nur die Unterschiede, die im Äußeren gegeben sind, bedingt durch den Stand des Bewusstseins und die Seelenbeschaffenheit. Geistig betrachtet gibt es nur die eine Wahrheit, dass jedes gefallene Wesen in mir, dem Urgrund, auf ewig ruht und, ich wiederhole, dorthin
auch als bewusstes, rein geistiges Lichtwesen wieder zurückkehren wird. Dies ist die unverrückbare Wahrheit aus mir und zugleich das Gesetz, welches für jeden von euch Gültigkeit haben wird, bis alles Gefallene wieder an mein Vaterherz gefunden hat. Die Zeit, in der ihr lebt, möchte euch allen dieses Ziel ein großes Stück näher bringen, wenn auch die finsteren Wolken, bestehende Ereignisse und Umwälzungen sich als bedrohender Schatten vor euch auftürmen, wenn auch menschliche Schöpfung und das Tollhaus des Menschen dem Niedergang geweiht sind. Ohne dass der Mensch dies in seinem Widerstand und mit all seiner intellektuellen Hochleistungen verhindern kann, so wisset doch, es gibt in meiner gesamten Schöpfung keinen Zufall, keine Willkür und kein Chaos. Alles Geschehen ist eingebettet in meinem göttlichen Willen, meine Ordnung und Weisheit. Und umso mehr jeder einzelne von euch, meine Geliebten, denn ihr seid ein Teil von mir. Ich sage euch, erwachet, doch fürchtet euch nicht. Lasset euch mein Wort und meine Unterweisung zur Stütze und Wegzehrung werden. Ich führe und behüte, ich tröste und heile euch, und meine Liebe zu jedem Einzelnen ist ohne Grenzen in Zeit und Ewigkeit. Ist auch mein Wort eindringlich und ernst, so entströmt es dennoch der Quelle der Liebe, die ich bin, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.